Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Schön, der Klasse Express verlässt gerade Oberböser und die hier oben, die kommen nach Oberböser. Wunderbar. So, jetzt fehlen hier noch die Lebensmittel, beziehungsweise wir haben ja den Zug installiert hier. Der fuhr mal ursprünglich falsch, weil ich da nach Heisenberg City gedüst bin mit den Schienen, statt runter zur Fabrik, wo die Lebensmittel sind. Das haben wir aber nochmal geändert. Ich glaube aber nicht, dass der was dabei hat. Nein, das wäre ein bisschen zu schnell gegangen. Zumal eben hier noch die LKWs fehlen. Wir machen mal eine Linie. Von hier ginge das nach hier vorne, wo diese dreirädrigen Kollegen unterwegs sind. Und jetzt möchte ich da nochmal ganz kurz gucken, von wegen Einzugsgebiet. Ja, das passt schon. Da ist ein Großteil der blauen Häuser, die sind dabei. Das passt, weil es geht ja nicht darum, hier die Stadt zu füttern, sondern ja, im Prinzip, wenn wir eben da unten schon so eine Lebensmittelfabrik haben, dass wir eben auch wirklich noch ein paar Lebensmittel transportieren. Und da lag Oberböser eben nahe, weil die machen sowieso, was sie wollen. Die sollten eigentlich klein bleiben, denkste. Ja, die wurden dann doch relativ groß. Gut, das ist dann ganz einfach Oberböser. Moment, man müsste es noch aktivieren. So, jetzt Delete und diesen hier. Und dann haben wir hier nämlich Oberböser. LKW. Und dann Gewerbe, so wie wir es immer machen. Weil wir wissen nicht, ob hier vielleicht später vielleicht doch noch irgendwie was Kleines neu dazukommt. Wir werden sehen. Jetzt werden wir hier aber nicht die Straßen fluten mit LKWs, sondern das machen wir auch eher mit ein paar weniger. Und halt schon auch mit so einem Gerät hier, das alles transportieren kann. Allerdings, ich muss sagen, so für Oberböser wäre es doch eigentlich schon eher angebracht, wenn wir was in der Richtung hier nehmen. Lebensmittel, Werkzeuge, Baumaterial, das passt. Sonst werden wir hier nochmal zusätzliche LKWs nehmen. Ich möchte hier nicht diese 40 Tonner haben, sondern das machen wir mit dem Teil. Also, nehmen wir mal ein paar dazu, das reicht schon, weil die Straßen sind eh schon verstopft. Und dann wäre das hier Oberböser LKW-Gewerbe. Und da werden wir natürlich auch noch kurz einsteigen. Das wollen wir schon sehen, wenn wir hier durch Oberböser durchtuckern. Und danach, liebe Freunde, ja, da gibt es dann die Universallinie. Da wünsche ich mir jetzt schon viel Vergnügen, weil das ist immer relativ kompliziert. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir haben relativ viele Städtchen hier auf der Map. Also mehr als auf der letzten. In der letzten Staffel waren es ein paar weniger. Aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. So, jetzt erstmal noch in Ruhe mitfahren. Weil jetzt werden wir eine Weile natürlich nicht mehr mitfahren. Weil jetzt müssen wir erst die Strecke bauen. Beziehungsweise gucken, wo wir da genau lang müssen. Aber ja, wir werden vielleicht zwischendurch dann doch auch nochmal ein bisschen was machen. Vielleicht an der Autobahn oder so oder nochmal eine Strecke mit dem Zug. Damit wir auch ab und an dann eben doch mal wieder mit dem Zug unterwegs sein können. Jetzt möchte ich hier natürlich noch schnell schauen. Genau, weil hier haben wir auch andere Perspektiven. Ja, ist jetzt, wie soll ich sagen, ist ganz nett. Ist aber jetzt nicht so, dass ich unbedingt sagen würde, wir müssen eine von denen hier nutzen. Nein, wir nehmen die normale. Zack, wir steigen ein, gucken aus dem Fenster raus, sitzen vorne rechts oder wir fahren sogar selber. Das ist ja dann eigentlich egal, wie man das betrachtet. Auf alle Fälle, wir sitzen hier so, dass man gut raus sieht. So, wir fahren oberhalb von Oberböser durch. Rechts unten wäre jetzt eigentlich das Städtchen. Das sieht man aber nicht wirklich, weil wir halt hier tatsächlich ein bisschen über einen, ja fast schon Bergpass rüberfahren. Hier vorne ist noch irgendwo ein Tunnel. Und da unten, ui, da sieht man tatsächlich Berlin und wie gut man das sieht. Wow. Mit den ganzen Gleisen davor, also da hinten mit den Brücken etc. Cool. Man sieht sogar dieses Ding vom Freizeitpark, die Kugel da. Das ist ja sehr nett. So, hier ist das angesprochene Tunnel. Und jetzt geht's hinten wieder raus und dann da links, genau, und dann müssen wir eh schon bald da sein. So, Blinker nicht vergessen. Hinter uns müsste nämlich auch noch einer sein. Ach, wie gut man Berlin sieht von hier oben. Das ist ja schon, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr, sehr nett. Das ist der moderne Bahnhof, also der Berliner Bahnhof, den wir da nachträglich ja noch hingestellt haben. Wir haben den alten ja abgerissen, damit wir den originalen Bahnhof verwenden können. Ja, und jetzt hier schön dieser Güterbahnhof, der ist halt auch klasse. Das sieht einfach wirklich, das sieht doch aus, wie wenn es in Oberböser wäre. Obwohl die Stadt viel zu groß geworden ist. Aber das hat noch wieder ein bisschen was von diesem Bergcharme. So, wir steigen mal aus. Während da unten der Zug kommt. Und ja, man sieht schon, also Nachfrage ist, die Oberböserianer, die wollen schon auch irgendwie nach Berlin etc. Meine Güte, ist das ein Städtchen geworden. Also, ich kann mich daran erinnern, als wir gesagt haben, jo,
Das bleibt ein kleines, schönes Bergdorf. Aha, so viel zum Thema. Das haben die Stadtväter anders gesehen. Sie haben hier oben zwar die schöne Hochzeit. Das ist wieder eher was Ruhiges und Besinnliches hier. Aber ansonsten ist das wirklich ein Bergmoloch fast schon. Gut, blinkt hier die Lebensmittellinie. Jawohl, die darf blinken. Das Problem kennen wir. Gut, Universallinie. Jetzt wird's lustig. Ich habe ja schon mal Bleistift und Papier. Beziehungsweise Kugelschreiber und Papier bereitgelegt, weil ich werde mir das jetzt aufschreiben. Wir bauen jetzt hier nicht einfach ins Grüne raus, sondern das muss eine gewisse Logistik dahinter haben, sonst vergessen wir Städte oder irgendeine ist dann zweimal drin, das kann bei sowas relativ gut passieren. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Ich würde schon sagen, irgendwo in der Ecke, dass wir irgendwie so eine gewisse Struktur haben, nicht bei einer Metropole anfangen, könnte man natürlich auch, aber wir fangen irgendwo in der Ecke an. Da wäre zum Beispiel hier mal wahlweise Gerde. Da müssen wir natürlich auch gucken, haben wir irgendwie noch Gleise? Nein, hier nicht. Den kann ich auch nicht mehr ausbauen. Da wäre, na, ich kann ja mal gucken. Ich glaube zwar nicht dran, dass wir da was machen können. Nee, da haben wir eine Kondition, das können wir bleiben lassen. Gut, dann müssen wir hier halt nochmal einen kleinen Bahnhof hinstellen. Ist ja auch nicht so schlimm. Hier hinten haben wir doch noch den Güterbahnhof. Ja. Okay, da können wir natürlich nicht rein. Also könnten wir auch. Oder sollen wir das so machen? Das wäre natürlich auch eine Idee. Weil wir transportieren ja eigentlich niemanden. Also da werden zwar Leute einsteigen, ganz klar. Weil ja, von Stadt zu Stadt, das kann nicht schaden. Wenn sie da mitfahren, werden sie sich denken. Aber, warum nicht in den Güterbahnhof rein? Dort, wo der Bahnhof keine weiteren Gleise mehr hat. Also in allen Städten. Dann haben wir da noch ein paar Personenzüge drin. Das stört ja nicht. Also die können natürlich dann eben keine Leute abladen. Aber ich sage nochmal, wir machen den Zug ja nicht, damit er irgendwie Leute transportiert, sondern damit wir einen Zug haben, der alle Städte anläuft. Oder ist das eine Schnapsidee? Irgendwie schon. Irgendwie, ich muss sagen, während ich das jetzt hier irgendwie gerade erkläre, bin ich auch nicht mehr so begeistert von dieser Idee. Nee, dann machen wir besser einen kleinen Bahnhof irgendwo hier vorne hin. Also wir schicken den Zug tatsächlich von Personenbahnhof zu Personenbahnhof. Wir können hier ja daneben noch so einen Bahnhof hinstellen. Moment, ich guck mal ganz schnell, ob das funktioniert. Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. Warum soll das nicht funktionieren? Da bräuchten wir den, den wir da haben. Das wäre, glaube ich, der hier gewesen. Ich drehe den mal. Oder zumindest ist das ein ähnlicher. Dann natürlich... Nein, falsche Richtung. Das hier. Irgendwie so dahin. Dann gerne... Ja, machen wir mal zwei Gleise und machen von der Länge her 280... Das wäre dann plus minus so. Wenn wir dich jetzt hier drehen. Das ist fast ein bisschen zu sehr gebogen. Ich muss ja nochmal eins zurück. Ja, so wird's funktionieren. Aber man sieht schon, jetzt sind da natürlich Sachen im Weg. Kollision. Womit haben wir denn da hinten eine Kollision? Oder haben wir hier vorne eine? Oh, da sind Gleise. Gut, dann müssen wir das Ganze kürzer machen. Wenn wir dich 240 machen, weil das muss ja auch nicht ein ellenlanger Zug werden. Ja, so wird's gehen. Ihr seht aber schon, wo das Problem ist. Da vorne sind Gleise. Also wenn wir das jetzt so bauen, wir kommen mit den Gleisen hier niemals raus. Noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Moment, noch mal ein bisschen drehen. Plus, minus so. So wird's gehen, dann wäre halt das Gebäude da weg. Das ist aber, oder drei Gebäude wären weg. Das ist aber eigentlich egal. Wisst ihr was, wir machen das so. Ich mache den aber noch ein bisschen näher hier ran. So, jetzt stimmt die Krümmung eigentlich besser. Ja, da haben wir den Platz. Und jetzt wird auch nur ein Gebäude weggefräst. Wir fräsen mal. Gut, den Bahnhof hätten wir. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich noch ein weiteres Gebäude wegfräsen müssen. Weil hier ganz einmal eine Straße lang möchte. Ja, okay, dann machen wir das halt so. Das Teil kommt auch weg. So, dann haben wir den Bahnhof. Das wäre jetzt also der Ausgangspunkt für unsere Universallinie. Gut, ja, dann brauchen wir Gleise. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss das mal aufschreiben. Also, das ist hier Gerde. Machen wir mal. Erstens Gerde. So, schön nummeriert, damit das überhaupt keine Missverständnisse gibt. Von Gerde wollen wir nach hier hinten. Das wäre, Überraschung, Schattin. Okay, da haben wir Gleise. Die werden wir mitnutzen. Wir werden alle Gleise mitnutzen, egal ob Güterverkehr oder... Ob normaler Verkehr, was wir aber nicht machen, falsche Stadt, was wir aber nicht machen, ist, dass wir in irgendwelche IC-TGW-Linien reindüsen. Das machen wir definitiv nicht. Gut, dann könnte man hier eigentlich in die Gleise rein. Ich muss mal gucken, was das für eine Linie ist. Diese hellblaue. Die hier, okay, nehmen wir die raus und gucken.
Die führt hier lang, hier rüber, schnell zu Gerde. Okay, kann man machen. Das ist die Direktverbindung, die kriegt jetzt Konkurrenz. Und hier müssen wir halt in ein anderes Gleis rein, aber... Hier sehe ich schon das nächste Problem. Wie soll man hier noch in ein anderes Gleis rein? Die Gleise sind ja alle belegt. Müssen wir jetzt in jeder Stadt nochmal einen kleinen Bahnhof bauen? Ich sehe es fast ein bisschen krumm. Dann da oben lang, dann würde es nach Hamburg runtergehen von hier aus. Okay, weil... Nee, hier haben wir doch noch Gleis. Da ist doch noch ein leeres Gleis. Genau gucken, Heisi. Hier. Da kommt halt von vorne jemand. Kann ich dich vielleicht um ein Gleis erweitern? So ein kleines Gleis. Nein, Kollision wegen der Straße. Müssen wir die Straße kappen? Möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt machen. Oder sollen wir da eine andere Lösung suchen? Nein, ist eigentlich blöd. Das ist der Güterbahnhof, der braucht die LKWs. Dann nehmen wir dieses Gleis. Aha, hier ist er unterwegs. Okay, Kollege stinkt hier. Da kann man natürlich schon auch ins Gleis rein. Ja, ist aber nicht ideal, weil dann müssen wir warten. Und dann, diese Universallinie, die kommt natürlich nie in die Gänge. Wenn wir überall an den Bahnhöfen Wartezeiten haben, bis zum geht nicht mehr. Ne, wir brauchen hier ein weiteres Gleis. Wenn ich hier nochmal gucke, wo ist der Konflikt? Der Konflikt ist, glaube ich, tatsächlich nur hier unten bei der Straße. Sehe ich das richtig oder haben wir hier hinten noch ein Problem? Ja, da haben wir noch ein Problem. Und da haben wir, glaube ich, auch ein Problem. Okay, das geht nicht. Gut, dann machen wir hier einen zweiten Bahnhof. Es hilft ja nichts. Wo machen wir den? Wobei, jetzt komme ich wieder auf die Idee zurück mit den Güterbahnhöfen. Die haben natürlich alle noch freie Gleise. Also irgendwie ist es auch, wie soll ich sagen, ein Käse, hier weitere Bahnhöfe hinzustellen, wenn dann die Güterbahnhöfe noch nicht fertig sind. Wobei, die werden irgendwann fertig. Das ist natürlich auch klar. Also hier kommen dann irgendwie Maschinen etc. auch noch hin. Machen wir hier doch nochmal einen Bahnhof hin. Dann haben wir hier halt für die Universallinie, je nachdem, in jedem zweiten Städtchen tatsächlich noch einen neuen Bahnhof. Hilft ja nichts. Dafür haben wir weitere Bahnhöfe. Das ist doch auch schön. Machen wir hier doch mal einen Stadtbahnhof. Der hat mir zu viele Gleise. Wir gucken mal hier. Der hat auch genug Gleise. Schade, dass man hier die Gleise nicht einstellen kann bei den Bahnhöfen. Wie sieht es mit dir aus? Da kann man auch nichts einstellen. Der ist auch vorgegeben. Das ist hier der Underground-Bahnhof. Hier haben wir den. Den haben wir natürlich auch schon verwendet. Der ist natürlich schon auch sehr cool hier mit der Eisenbahn. Das wären zwei Gleise. Das könnte man machen. Sehe ich das richtig? Bahnsteighöhe? Gleistyp Standard? Endstation? Nein. Nö, ist es nicht. Dach? Machen wir mal eins. Wow, jetzt immer cooler. Moment. Oh, genau. So, so sieht er natürlich ganz, ganz edel aus. Ja, den nehmen wir so. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir den so hinstellen, dass man auch wieder rauskommt. Ich gucke noch schnell. Gleistyp 25 km/h. Ne, dann machen wir Standard. Bahnsteighöhe ist okay. Tunnel. Ne, Tunnel lassen wir mal. Gut. So kommt man rein. Da müsste man halt drehen, damit man wieder rauskommt. Das ist aber auch in Ordnung. Lasst uns doch hier drehen. Also, wir drehen den, wo wir es doch gerade vom Drehen haben. Wie passt du am besten hier rein? Ich würde fast sagen, vielleicht sogar so. Das passt aber mit der Terra-Angleichung nicht, weil sie da hinten dermaßen viel graben müssen. Dann machen wir es eben tatsächlich doch so. Okay, und irgendwie... Ja, das Häuschen da, das kappen wir. Das ist sonst irgendwie im Weg. Ja, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Wir machen das mal und gucken, wie das aussieht. Ja, schöner Bahnhof. Schön, ein bisschen über dem Städtchen. Und hier noch mit diesen wunderbaren Lokomotiven. Sauber. Hier hinten ist aber Feierabend. Da geht es nicht weiter. Wir müssen, wie gesagt, drehen. Jetzt haben wir hier noch einen Fußgängerweg. Finde ich den? Wenn ich jetzt hier irgendwie suche... Nein. Weiter hinten gucken. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, tatsächlich schon in die Nähe. Ja, plus minus. Wir gucken mal durch, was wir hier genau haben. Im Prinzip fehlt einfach die Farbe noch ein bisschen. Ja, wobei, das ist auch nicht so schlecht. Jetzt wird es mir hier wieder zu breit. Wir machen mal den Weg. Okay, den ziehen wir einfach hier runter. Da rein. Das ist aber der Zugang zum Bahnhof. Ganz klar, hier mit einer schönen Schranke. Bestens, da kommt man hier rauf. Ach, was für ein schöner Bahnhof, der gefällt mir schon extrem gut. So, also Gleise. Wir machen die schnellen. Beziehungsweise, wir müssen jetzt einfach ins bestehende Dingens rein. Jetzt muss ich mal nochmal schnell gucken, wo das genau ist, wo das genau lang führt. Moment, ich bin schon wieder bei der falschen Stadt. Wir brauchen die hellblaue Linie. Das weiß ich noch, das war die hier. So, also wir gehen hier in die Gleise rein, haben wir gesagt. Gehen nach hier vorne. Gehen hier lang. Und dann müssen wir hier einfach raus. Aus dem Gleis. Okay, dann machen wir das doch.
glatt. So, einfach mit einer Kurve. Von hier. Jawohl, mit Brücke. Nein, natürlich nicht. So, irgendwie so. Da rein. Passt. Sehr gut. Und raus geht's dann, würde ich sagen, irgendwie so mit einer Brücke hier rüber. Weil sonst müssen wir hier die Gleise kreuzen. Das möchte ich nicht. Nämlich plus minus so. Aber ja, nicht mit einer Güterzugbrücke, sondern irgendwas mit, ja, sowas Modernem. Okay, hier rüber. Hier geht nur noch eins runter. Schöne Brücke, gefällt mir. Und die Ausrichtung stimmt ja. Wir wollen dann ja nach Hamburg runter. Wir machen hier vielleicht sogar noch ein bisschen das Ganze ein bisschen mehr eingedreht. Dann gibt es ja nochmal einen Pfeiler. Das gefällt mir auch. Nehmen wir. Jetzt haben wir aber nur ein Gleis. Jetzt müssen wir genau gucken. Macht das Sinn mit zwei Gleisen? Wir fahren ja eigentlich hin und zurück. Moment. Wenn wir hin und zurück fahren, wenn wir meinetwegen hier reingehen, ja, wisst ihr was, wir machen das zweigleisig und dann gibt das je nachdem, wo wir gerade herkommen, gibt das dann eben die zwei Gleise. So, und zwar folgendermaßen. Jetzt müssen wir hier noch rüberkommen. Also, wenn wir von da oben kommen, aus Gerde, kommen wir hier rein und düsen hier wieder raus. Das heißt, wir bräuchten hier eine Weiche, wenn es irgendwie geht. Das geht schon mal nicht, weil da noch der Bahnhof ist. Ja, ich guck mal, Moment. Jetzt geht's. Okay, ist eine wilde Konstruktion. Macht aber durchaus Sinn. Pause mal. Und dann machen wir das eben mit den zwei Gleisen. Okay, jetzt wollen wir kurz überlegen. Wir kommen von hier oben aus dem Tunnel raus, düsen hier lang, düsen hier rein. Okay, dann düsen wir raus, hier rüber, auf das Gleis und auf dem anderen Gleis kommen wir von der anderen Seite her. Aber das stimmt dann von der Dingens her nicht. Von links und rechts her nicht. Im Prinzip müssten wir von hier kommen, gehen da rein und düsen dann da weg. Das hätte natürlich seinen Sinn, weil da kommen wir gar nicht rein. Wir kommen von hier. Doch, kommen wir auch noch rüber. Aber irgendwie, jetzt geht das mit links und rechts wieder los. Ich kann mich erinnern, dass wir das Problem schon mal hatten bei einer Universallinie. wie ist das am einfachsten? Wir kommen von hier. Das heißt, wir düsen hier rein. Dann düsen wir von hier, hier weg. Das passt schon. Dann müssen wir von hier her kommen. Dann sind wir ja links. Und wenn wir von hier kommen, gehen wir da rein. Das müsste eigentlich schon passen. Ich würde sagen, wir lassen das mal für den Moment. Das müsste eigentlich ungefähr passen. Wenn es nicht passt, ja, dann müssen wir halt nochmal gucken. Was ich mich jetzt gerade frage, ich werde mal kurz aufschreiben, wir sind jetzt in Schertin bei der Nummer 2. Moment, ich bräuchte hier vielleicht die Mine noch, beziehungsweise dass das Ding auch schreibt. Schertin. So, einmal gegen das Mikrofon knallen mit der Rübe. Schertin, Hammer, ist notiert. Busse etc. Müssen wir später gucken. Was ich mich aber gerade frage, ist, ob es vielleicht sinnvoll wäre, jetzt nach und nach bereits die Signale zu setzen. Wissen wir denn, wie wir lang müssen? Eigentlich ja, weil sonst haben wir am Schluss drei Folgen, wo wir Signale setzen. Weil das gibt so eine lange Strecke. Also da machen wir besser nach und nach jetzt, was wir tun müssen. Machen wir mal. Hier fehlen ja sowieso noch die Gleise. Moment. Wir gehen hier mal noch in dieses Gleis rein hier. Erstmal einmal hier dran vorbei. Ja, Moment, irgendwie das müsste eigentlich gehen. Wobei, da ist natürlich keine Brücke mehr. Jetzt wird wieder eine Brücke draus. Ich mach das mal. Okay, da haben wir im Prinzip die Brücke selber gebaut. Ah, dann geht das nicht. Eine Weiche? Nee, ist irgendwie doof. Ich möchte natürlich schon zwei Gleise haben, wenn es irgendwie geht. Nochmal kurz testen. Ja, wir sind hier zu wenig hoch. Okay, ich möchte jetzt aber nicht an bestehenden Dingen so rumbasteln. Das muss eigentlich nicht sein. Kommen wir denn hier rein? Nee, da ist natürlich auch... Oh, doch, hier kommen wir eigentlich rein. Okay, wisst ihr was? Dann kappen wir das hier nochmal. So, wir nehmen schnell Kollege Wischmob. Damit wir das wieder korrigieren können. Dann nehmen wir dieses Gleis. Gehen hier rein. Da war doch gerade eine Stelle, da hat es geklappt. Oder war das beim anderen Gleis? Jetzt kriege ich es nicht mehr zu fassen. Moment. Wir müssen halt sowieso mit dem linken Gleis ins linke rein. Das linke wäre hier. Na, ging doch vorher.
Wo waren jetzt die Stelle, wo das geklappt hat? Jetzt geht's nicht mehr. Okay, wir versuchen es von der Richtung her kommend. Ja, Moment. Da lang, dann geht's. Okay, und dann da rein. Mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl, das klappt schon mal bestens. Aber jetzt kommen wir mit dem halt nicht dran vorbei. Das Problem kennen wir. Dann machen wir das hier speziell. Dass wir runtergehen. Ich frage mich gerade, ob es wirklich sinnvoll ist, zwei Gleise zu bauen. Haben wir nicht bei der anderen, in der anderen Staffel so gebaut, dass das eine eingleisige Strecke war? Eine Rundstrecke. Weil es gibt ja automatisch eine Rundstrecke. Ich würde das tatsächlich als Rundstrecke konzipieren. Und wenn wir das so machen, brauchen wir eigentlich kein zweites Gleis. Dann machen wir das folgendermaßen. Man müsste sich das vielleicht schon zu Beginn überlegen. Und nicht erst, ja, wenn dann alles gebaut ist. Gut, kommen wir jetzt von hier nach da. Wir machen einfach mal den Test. Wir machen eine neue Linie. Und ratet mal, wie die heißt. Genau. Universal Line. Nein, Linie natürlich. Universal Linie. Sehr gut. Und die geht von hier nach hier hinten. Das scheint soweit zu funktionieren. So, nochmal gucken. Das hier weg, dann gehen sie in das Gleis rein. Das dürfen sie. Und hier ist es dann zweigleisig. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Jetzt steht natürlich dieses Signal falsch. Okay, das werden wir jetzt gleich mal noch angehen. Dann geht das hier lang. Ich schaue nur, ob das alles soweit funktioniert. Jawohl, geht da rein. Und von hier geht es dann eben nach Hamburg. Da fehlen aber noch die Schienen. Nehmen wir dann gleich mal in den Angriff. Gut, jetzt die Signale setzen, damit wir das eben haben. Weil sonst eben, wir machen 4-5 Folgen nachher, sonst nur Signalsetzung. Das würde mir nicht wirklich gefallen. Hier ist Bahnhofsbereich, das lassen wir, wie wir es haben. Aber wir brauchen hier oben natürlich ein Signal. Und dafür kommt das hier unten weg. Kollege Bako, where are you? Kriege ich dich? Jawohl, sehr schön. So, dann ist dieses Signal hier neu. Wir nehmen wieder die Signale, welche sind oder welches ist egal. Dann haben wir hier vorne dieses. Okay, das passt. Hier haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch die Signale, weil es hier rausgeht. Das wäre dann einmal hier. Und das andere haben wir da vorne. Das hat auch seine Richtigkeit. Und hier drin würde ich sagen, machen wir keine mehr. Da geht er eh darüber. Wir kommen halt von hier nicht nach da. Moment, da muss ich auch nochmal schnell kurz eine Weiche installieren. Ah, das klappt eigentlich perfekt. Okay, weil dann ist es nämlich zweigleisig. Jetzt nochmal schnell gucken wegen dem Signal. Das steht jetzt hier. Das ist soweit richtig. Wenn man von da kommt, dann brauchen wir eigentlich hier noch eins. Okay, dann ist da eins. Jawohl, kann man so machen. Gut, dann passt das. Die Signalisierung, die steht. Oder die Signalisation. Bestens. Jetzt überall noch zusätzliche Busse installieren. Ich weiß auch nicht. Sollen wir das tatsächlich machen? Ist natürlich schon irgendwie so ein Busbahnhof ohne Busse. Der andere hier hinten, der steht ja eigentlich plus minus. Schon wieder falsche Stadt. Moment. Der steht ja hier eigentlich so. Ja, da haben wir eine Bushaltestelle. Guck mal. Das können wir so lassen. Aber dann brauchen wir hier vorne noch Busse. Das würde ich dann mal noch kurz angehen. Oder mit der bestehenden Linie vielleicht sogar machen. Wo haben wir hier Bus Schattin? Haben wir hier. Wir müssen vom Waldweg hier runter. Das heißt, wir brauchen ja noch kurz eine Bushaltestelle. Moment. Hier vorne. Zack, Bushaltestelle gebaut. Also, und jetzt wollen wir vom Waldweg. Der wäre hier. Wollen wir hier hin. Okay, und dann geht's vom Schulweg zur Brunnenstraße, das ist hier oben. Dann wollen wir von der Brunnenstraße auf dem Rückweg wieder hier lang. So, passt, da fährt halt da zurück. Dann geht's vom Schulweg wieder zur Waldstraße geht's. Ach, weil er da... Okay, wäre natürlich einfach... Nee, wäre nicht einfacher. Wenn er hier lang fährt, kommt er da nicht mehr hin. Also das macht schon Sinn. Es ist halt ein kleiner Ausflug hier runter. Das ist aber in Ordnung. Das müsste eigentlich funktionieren. Haben wir hier vielleicht gerade noch ein bisschen viele Leute? Am Bahnhof haben wir genug. Guck mal ganz schnell. Moment. Ja. Okay, Schnellzug Wien-Gerde. Da müssten wir auch nochmal was machen. Und hier haben wir doch auch Leute eigentlich an den Bushaltestellen. Das heißt, wir können hier nochmal kurz zuschlagen und ein, zwei Busse kaufen. Passagier. Was ist eigentlich egal? Vielleicht nicht gerade ein Reisebus. Irgendwas.
in der Richtung. Ja, machen wir mal. 1, 2, 3, 4. Das ist wieder eine Kapazität von über 100, die hier dazukommt. Plus Schattin. Sauber, dann kommen die Leute auch weg. Und dann macht auch dieser neue Bahnhofs-Dingens da durchaus seinen Sinn. Okay, liebe Freunde. Das wäre mal der erste Teil gewesen. Ihr seht schon, das gibt natürlich ein bisschen Arbeit, aber das ist ja auch schön. Ich liebe es, solche Sachen zu entwerfen und zu machen. Von hier geht es dann eben raus, da nach Hamburg runter und das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Guck mal, hier ist noch unser ellenlanger Güterzug unterwegs. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!